Hallo, willkommen bei P1 TV. Ich bin der Michel. Ich begrüße euch dieses Mal aus Frankreich. Ich habe ein passendes, sportliches, kompaktes Auto mitgebracht, den neuen Renault Megane RS. Um den soll es in diesem Video gehen. In den nächsten Wochen geht es aber mit den Kompaktschrottern fröhlich weiter. Es sind quasi Hot Hatch-Wochen bei P1 TV. Es kommt noch der Hyundai i30N, der Honda Civic Type R und heute dann eben der Megane RS in zwei verschiedenen Varianten. Einmal mit EDC, mit dem Doppelkupplungsgetriebe steht er hier. Und dann werden wir aber gleich auch noch auf der Rennstrecke fahren mit dem Handschalter und der Cup-Ausstattung, also mit einem sportlicheren Fahrwerk, mit einer mechanischen Differentialsperre. Hiermit geht es erstmal los, 1,8 Liter Turbo, 280 PS, ab geht's. Machen wir mal einen kleinen Rundgang ums Auto. Schauen wir mal, womit wir es hier zu tun haben. Ich finde, der Megane RS steht erstmal richtig gut da. Also breite Backen, das machen die wenigsten Hersteller bei ihren sportlichen Modellen. Sehr hervorzuheben auf jeden Fall. Vorne und hinten auch der Blick im Rückspiegel, wenn du diese breiten Flanken einfach siehst hinten. Das ist super gut. Pure Vision LED-Scheinwerfer, Ausleuchtung auch wirklich sehr gut. Dann haben wir hier diese LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelichter. In diesen Renault-Sportwürfeln, auch ein sehr schöner Designzug, wie ich finde. Dann ist Renault-Emblem, da sind auch so ein paar Systeme für die Assistenz mit integriert. Kleiner RS-Schriftzug hier für Renault Sport. Und das finde ich auch schön, hier alles schwarz glänzend lackiert. Sieht sehr wertig aus. Als Kontrast hier nochmal diese silberne Leiste. Da gehen wir mal ein bisschen weiter an die Seite. Dann haben wir serienmäßig, bemerkenswerterweise, zwei 45er Reifen. Meistens in der Klasse findet man zwei 35er Breite. Hier baut der Reifen einfach ein bisschen breiter auf. Wir haben einen Bridgestone Potenza. Das war ich übrigens nicht. Brembo, eine schön zupackende 4-Kolben-Bremssattel. Ich denke mal ein 350er Durchmesser bei der Bremsscheibe. So, dann geht es weiter hier. Ein kleiner Renault Sport Schriftzug nochmal. Hier in Chrom eingefasst. Hier ist auch nochmal so eine kleine Luftöffnung. Ich weiß gar nicht, ob die echt ist. Stecken wir mal einen Finger rein. Ja, hier kommt man tatsächlich raus. Ich denke mal, da wird so ein bisschen Abwärme auch abtransportiert. Spiegel auch in schwarz glänzend lackiert. Die Türgriffe hier in Chrom, genauso wie die Leiste vom Fenster. Hier ein kleiner Schriftzug, der schon auf eine technische Geschichte hindeutet. 4Control, wir haben hier nämlich die Allradlenkung. Die Hinterräder lenken nämlich mit, werden wir nachher beim Fahren noch ein bisschen drauf eingehen. Felgen gibt es verschiedene zur Auswahl, drei Felgenvarianten sozusagen. Eine 18 Zoll Felge, dann einmal hier diese 19 Zöller. Und die gibt es auch nochmal komplett schwarz lackiert. So, am Heck wird es wirklich wuchtig und breit, wenn man sich das hier mal so anschaut. Der Wagen steht schon wirklich sehr satt da, wie ein Tourenwagen. Ein gewaltiges Rohr hier, das im Prinzip zwei zentrierte Endrohre versteckt, die aber ein wirklich gutes Volumen haben. Ein sehr ausladender Diffusor. Auch hier nochmal solche kleinen Luftauslässe hinten, so Kiemen, die hier rausgucken. Und dieser Diffusor, wenn wir uns den mal weiter von unten anschauen, der ist schon wirklich gewaltig. Der erfüllt hier auch tatsächlich eine Funktion. Also wie man sieht, hier wird die Luft schön aufgenommen, sodass das Auto im Prinzip Anpressdruck auf die Hinterachse generiert. Dafür auch nicht mehr so ein großer Spoiler erforderlich, denn der ist eher dezent gehalten. Versteckt sich hier so ein bisschen, macht jetzt nicht auf dicke Hose oben. Aber wenn man unten so einen fetten Diffusor hat, braucht man es im Prinzip auch erstmal nicht. Ja, ich finde den sehr gelungen. Einzige, was mir nicht ganz so hundertprozentig gefällt, ist so diese Partie hier. Also diese, es ist so ein bisschen so eine harte Kante, ansonsten wirklich von den Formen sehr schön gelungen. Dachantenne gibt es auch als Haifisch, habe ich gesehen. Der hat aber hier, weiß ich nicht, ob wegen DAB oder so, halt so eine Antenne. So, wir wechseln heute mal ein bisschen hin und her zwischen dem Elsass und der Rennstrecke und den Straßen rund um Köln. Also Deutschland, grünes Shirt, Frankreich, weißes Shirt. Daran könnt ihr das ganz gut erkennen heute. Es wird ein bisschen gewechselt. Ja, der Renault Megane RS hier, die vierte Generation. Megane RS-Modelle gibt es ja schon seit 2004. Also Renault Sport hatte auch schon vorher natürlich im Motorsport viele Erfahrungen, Jahrzehnte Erfahrungen gesammelt, was solche sportlichen, kompakten und auch Motorsportfahrzeuge angeht. Tourenwagenserien, Megane V6 Trophy, alle möglichen Cups. Deswegen, also wenn jemand weiß, wie diese Autos hier zu bauen sind, dann ist es, glaube ich, auch Renault Sport unter anderem. Ja, der neue kommt erstmals in der Geschichte dieser Modelle mit einem kleineren Motor. Statt 2 Liter Turbo haben wir jetzt hier einen 1,8 Liter Turbomotor.
mit 280 PS, also 5 PS mehr als der letzte Trophy, der Megane RS3 Trophy. Ja, Downsizing, letztendlich dieser Motor basiert im Grunde auf dem 1.6er Turbo, der auch im Renault Clio RS verbaut ist. Wir haben jetzt 390 Newtonmeter, die liegen an ab 2400 Umdrehungen, das können wir auch gleich mal ausprobieren. Wir können generell gleich mal gucken, Launch Control, wie gut er denn so 100 auf 200 bzw. auch 0 auf 100 geht. Fahrmodus-Schalter, wir haben die Auswahl hier zwischen Komfort, Neutral, Sport, Race und auch personalisiert. Also ich kann einzelne Kennwerte vom Megane RS auch anpassen. Wir merken hier sofort in meinem persönlichen Modus, da habe ich sehr viele Komponenten auf Race gestellt. Der schaltet hier sofort zurück. Also die Kennlinien vom Getriebe, von der Lenkung, auch von der Allradlenkung, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, lassen sich hier konfigurieren. Also das Dynamic Driving System, das ESC, der Antrieb, die Throttle Pedal, also die Kennlinie vom Gaspedal, natürlich auch der Sound von der Abgasanlage. Wir haben hier keine klappengesteuerte Abgasanlage, die kommt dann erst beim Trophy. Trotzdem können wir sie verschiedenartig klingen lassen. Ich denke mal, durch elektronische Helferlein hinten im Endschalldämpfer gibt es dann mehr oder weniger Gepröppel und Geröppel. So, Launch Control. Einmal die beiden Wippen ziehen, linker Fuß Bremse, rechter Fuß Gas. Da hörst du den Turbolader schon so ein bisschen vorspulen und ja, da greift er erst so ein bisschen im zweiten bis dritten Gang. Dafür ist die Straße hier gerade ein bisschen zu nass. Das hat im Trockenen wesentlich besser funktioniert. Da können wir nochmal nachgucken, wie es sich da mit der Tachomessung verhält. Also der Motor macht erstmal einen sehr wachen, sehr lebendigen, sehr spritzigen Eindruck. Das obenrum ist er ein bisschen müder, habe ich das Gefühl. Also vor allem auf der Autobahn, so ab 200 wird es auch relativ zäh. Oh, man hört halt schon den Turbo, ne? Also beziehungsweise das Ansauggeräusch. Die haben die Airbox auch halt direkt vor dem Fahrer platziert, ne? Also die sitzt ganz hinten im Motorraum. Luftführung geht dann auch so rüber. Und du hörst halt wunderbar hier vorne die Ansauggeräusche. Auch in der Launch Control eben, wenn sozusagen der Ladedruck auf Vorspannung geht, hörst halt dieses Zischen vor dir und es ist auch so. Ja, ist auch ein schönes Geräusch, wirklich. Nee, also vorne zischt es ein bisschen, hinten bollert es ein bisschen. Modellierte provozierst du, wenn du zwischen 3.000 und 4.000 Umdrehungen einfach ein bisschen runtertouren lässt. Dann macht es immer so röp, 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 röp. Immer so dreimal. Ja, oder fünfmal. Und natürlich beim Hochschalten das klassische DSG-Brötzeln hinten raus. Da muss sich also ein GTI-Fahrer gar nicht umgewöhnen. es wirkt immer machtvoll. Aber ich habe mich da relativ schnell dran satt gehört, muss ich gestehen. Ja, schiebt er hier ein bisschen, aber die Allradlenkung hilft auch tatsächlich auf der nassen Straße ganz gut für die Wendigkeit. Es gibt dann immer so einen kleinen Moment, wo das Auto sich so anfühlt, als würde es gleich übersteuern. Weil die Allradlenkung drückt einen da schön zurück. Also bis 60 km/h lenken die Räder im normalen Modus quasi gegen, unterstützen also die Kurvenfahrt so gesehen, und ab 60 km/h im normalen Modus lenken die Räder dann im Prinzip in der gleichen Richtung wie die Vorderräder, maximal 2,7 Grad, sodass du im Prinzip, wenn man sich das so veranschaulichen möchte, so eine Bewegung hast und bis 60 km/h eben so eine Bewegung. Im Sportmodus und im Race-Modus verändert sich das entsprechend einmal der Wert auf 100 km/h, also da lenkt es halt bis 100 km/h gegen und ab 100 km/h dann mit. Also das habe ich besonders auf der Autobahn halt gemerkt, diese Spurwechsel, die kannst du halt wirklich total schön machen. Technologie ist auch in dem Segment soweit neu. Das ist ja sonst eigentlich eher so Supersportwagen vorbehalten. So Porsche GT3 RS, GT2 RS, Ferrari. Machen wir nochmal die enge Kurve hier. Mal ein bisschen mehr Schmackes nochmal hier mit rein. Zweiter Gang. Einmal um die Ecke rum. Ah, da hilft
Allradlenkung halt wirklich gut. Ja, in dem Moment, wo es dann so anfängt zu untersteuern, merkst du, wie das Heck sich so ein bisschen mit eindreht, das alles so ein bisschen unterstützt. Es ist auch so ein Ticken unvorhersehbar, was passiert. Also bei der Allradlenkung, man muss, glaube ich, erst damit warm werden, man muss erst damit üben, damit man halt auch ganz genau weiß, wie sich diese Allradlenkung in welche Situation verhält. Aber grundsätzlich eigentlich sehr cool. Dann müssen wir jetzt spätestens, wenn wir über das Fahrwerk sprechen, auch über die verschiedenen Varianten des Megane RS sprechen. Verschiedenen Ausstattungspakete, die man hier bei diesem Auto bestellen kann. Wir haben jetzt hier den Renault Megane Renault Sport, also die Version Sport, die Standardversion sozusagen. Man kann noch eine Cup-Variante ordern, die dann ein anderes Fahrwerk hat. Das war bisher nur möglich in Verbindung mit Handschaltung, mit einer mechanischen Differentialsperre. Also das gab es nur mit dem Handschalter. Das wird aber auch noch kommen, dass man auch dieses Cup-Paket mit der Sperre, mit dem Fahrwerk, mit einer etwas anderen Bremse oder Bremsscheibenverbundmaterial, das wird man auch in allen Kombinationen bestellen können, auch mit dem EDC, mit dem Sechsgang Doppelkuppler. Und das Standardfahrwerk, sage ich mal, das ist wirklich komfortabel ausgelegt. Das Cup-Fahrwerk ist nochmal 10% härter, nochmal mehr ein bisschen auf Track ausgelegt. Also ich sag's mal so, so diese Häufigkeit, wie oft fährst du auf die Rennstrecke mit deinem Auto? 0-25% oder 0-30%, da landest du, glaube ich, bei dem Modell hier. Oder 0-25, 30 schon relativ viel Track-Einsatz. Und alles ab 25% aufwärts Track fahren, würde ich sagen, dann der Cup. Und ab 75%, also wenn du wirklich dein Auto hauptsächlich für die Rennstrecke holst, dann wirst du wahrscheinlich auf den Trophy warten. Wenn das ein Ringtool wird oder wenn du wirklich häufig Nordschleife fährst, das Auto eher hauptsächlich für die Rennstrecke holst, dann ist es der Trophy. Der hier ist halt mehr der alltagstaugliche und da haben sie entsprechend auch das Fahrwerk sehr gutmütig abgestimmt. Das steckt wirklich viel weg. Auch auf der Autobahn liegt das Auto einfach satt, super angenehm. Wir hatten ja eine längere Fahrt runter ins Elsass. Von den heimischen Straßen zurück nach Frankreich. Wir sind hier am Arnaud-Durin, whatever. Und zwar auf jeden Fall der Rheinring. Ring of the Rhine. Ja. Genau. Und befinden uns hier auf einem Trackday. Ja, jetzt werden wir nämlich mal unseren EDC Megane RS kurz abgeben und dann mit dem Handschalter, mit dem Cup-Fahrwerk und mit der mechanischen Differentialsperre hier auf der Rennstrecke fahren. Und wie ihr sehen könnt, ist hier eine ganze Menge los. Ich führe euch hier noch mal ein kleines bisschen rum. Vor allem können wir die Chance nutzen, um noch mal den neuen Megane mit dem alten Megane ein bisschen zu vergleichen. Nehme ich euch mal mit. Die fahren alle hier gerade schon fleißig los. Also Drive and Fun veranstaltet hier für Renault Sport die Track Days. Und es sind hauptsächlich natürlich auch Owner der Renault Sport Modelle, sowohl Clio als auch Megane. Die meisten natürlich noch mit dem älteren Modell, der neue ja auch noch nicht so lange erhältlich. Und können wir mal gucken. Also da steht ein schönes Exemplar. Die Front hat sich natürlich stark geändert, ebenso wie das Heck. Ich finde ehrlich gesagt, dass das Heck bei dem älteren Modell ein bisschen runder gewirkt hat, ein bisschen rundlicher. Das ist alles ein bisschen stämmiger geworden. Nachteil jetzt beim neuen allerdings ist, dass er natürlich nur noch als Viertürer verfügbar ist. Jetzt auf die Rennstrecke von Arnaud-Durin geht, fahren wir noch mal ein bisschen durchs Elsass, eine kleine Landstraßen- und Dörfchentour hier mit dem Handschalter, um schon mal ein bisschen warm zu werden mit den Schaltwegen, mit dem Schaltgetriebe an sich. Eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, Schaltwege sind kurz, knackig, lassen sich sehr direkt und definiert einlegen, haben im Prinzip so einen sehr festen Punkt, wo sie einrasten, fühlt sich sehr gut an. Es gibt kein Rev-Matching, wie es zum Beispiel beim i30N jetzt der Fall wäre. Ja, die Soundkulisse ändert sich auch natürlich ein bisschen mit dem Handschalter. Du hast nicht mehr das Prötzeln beim Schalten vom EDC. Dafür, für meinen Geschmack, ist das Geräusch beim Runtertouren so zwischen 3.000 und 4.000 Umdrehungen ein bisschen lauter. Schön, ist gut. Nee, ich finde das Auto, auch viele haben gesagt, mit dem EDC, mit dem Doppelkupplungsgetriebe gefällt er mir viel besser. Klar, das Auto wird auch schneller sein, auch auf dem Track. Das hier macht einfach mehr Spaß, ist einfach so. Das Auto fühlt sich einfach lebendiger an, man ist viel mehr drin beim Autofahren. Ist einfach immer noch nach wie vor mein Favorit.
Boah, ich kann euch sagen, Leute, das macht richtig, richtig Spaß. Mit dem Handschalter ist es auf jeden Fall viel besser auf und weg als mit Automatik. Oh. Also, das Cup-Fahrwerk, das hier drin ist, nehmen wir jetzt auch die Version mit dem Cup-Paket, also mit dem mit der mechanischen Differentialsperre. 45% Sperrwirkung. Und ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Cup-Fahrwerk im Alltag oder hier auf diesen hoppeligen Straßen zu hart wäre. Ich finde es eigentlich recht angenehm immer noch. Wie das in den Kurven funktioniert, werden wir dann gleich noch auf der Rennstrecke herausfinden. So, jetzt wird's ernst. Es geht auf den Track. Ja, vor mir fährt übrigens die Yvonne. Das heißt jetzt also, Track Battle ist eröffnet. Und los geht's! Runde 3! Okay, auf geht's! Also ich versuche am besten meine Linie zu kopieren. Wir machen so, nach 3 Runden wechseln wir immer auf der Gegengeraden mal durch, dass jeder direkt mal hinter mir fährt. Strecke auch echt interessant, den Unterschied halt zu merken zwischen dem normalen Fahrwerk, das etwas weicher, etwas schwammiger ist, und dem Cup-Fahrwerk. Natürlich hat der Cup auf der Rennstrecke deutlich mehr Spaß gemacht, war deutlich beherrschbarer, kontrollierbarer. Hier hast du immer so ein bisschen beim Einlenken, fehlt dir immer so ein bisschen Feedback, finde ich. Das ist so im ersten Moment noch sehr gut, aber sobald du dann stärker in die Kurve einlenkst, verlierst du so ein bisschen das Gefühl für die Lenkung. Ist, denke ich mal, auch dem Fahrwerk geschuldet, und das ist beim Cup dann wesentlich besser, wenn nicht sogar ganz ausgemerzt. Also zum Hinweis nochmal, Fahrwerk lässt sich nicht verstellen. Das Fahrwerk ist statisch. Da ändert sich also nichts in der Dämpferkennung oder sowas. Reifendruck zeigt er auch an, auch live. Das finde ich sehr gut. Müsste man mal hervorheben. Also ändert sich auch je nach Temperatur, kann man immer gut beobachten. Schwankt immer so zwischen 2,4, 2,2 in der Vorderachse, 2,1, 2,0 an der Hinterachse. Ja, dann sehen wir den gewählten Fahrmodus. Wir sehen die gefahrene Geschwindigkeit in der Regel. Wir können uns oben noch anzeigen lassen. Die Radiostation, die anliegenden PS und Newtonmeter, leider nur mit einem Graph, nicht mit einer Zahl. Ein bisschen schade. Aber wir haben natürlich auch noch den RS-Monitor. Der hat nur leider in diesem Testwagen hier nicht funktioniert. Immer wenn ich den angemacht habe, auch im Stand, ist er sofort wieder ausgegangen. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe.
Während der Fahrt kann man ihn sowieso nicht öffnen, weil dann steht da halt, RS-Monitor wurde beendet. Also hier ist irgendwie ein Software-Bug gewesen, schade. Weil der RS-Monitor zeigt dir halt sehr viele Daten an Motortemperaturen, den Stand der Allradlenkung, viele verschiedene Sachen. Das habe ich damals ja auch im Clio RS 220 Trophy schon mal gezeigt. Das war halt wirklich genial, was du alles für Daten bekommst. Finde ich total gut. Das ist eine Sache, die in sehr vielen Autos halt fehlt, ne? Diese wirklich vielen Daten, die du direkt vom Motorsteuergerät bekommst. Wie im Nissan GT-R quasi. Also ansonsten gibt es auch beim Renault Megane RS ein bisschen an Ausstattung. Gibt so viele so Pakete. Du hast ein Cruise-Paket, ein Safety-Paket. Also bei Cruise-Paket ist zum Beispiel auch noch ein adaptiver Tempomat mit drin. Der hat unser Fahrzeug jetzt hier nicht verbaut. Der Sensor ist dann halt in diesem Renault-Zeichen vorne versteckt. Wir haben dafür einen Totwinkelwarner. Wir haben Parkpiepser, eine Rückfahrkamera. Und ja, so gibt es halt alle möglichen Assistenzsysteme, die hier in dieser Klasse irgendwie auch wichtig, relevant und unterstützend sind. Notbremsassistent ist auch in diesem Safety-Paket mit dabei. Dann haben wir hier Alcantara-Paket mit den Alcantara-Sitzen. Vorne und hinten. Das sind normalerweise einfach so Renault Sport Stoffsitze. Der Megane RS soll ja auch im Alltag bestehen, deswegen zeige ich euch hier auch nochmal den Kofferraum und gleich auch nochmal die Rücksitzbank und das Platzangebot. Der Kofferraum so weit, so ausladend, so normal auch für die Klasse. Wir haben hier und da ein paar Halteösen, hier oben zum Beispiel oder auch da hinten. Ansonsten keine einzelnen Staufächer oder Sicherungsbereiche. Dafür halt auch hier nochmal der doppelte Boden. Die Ladekante fällt jetzt nicht so krass aus. Doppelter Boden hier. Darunter natürlich auch die Endstufe von dem optionalen Bose Soundsystem, Tire Fit Kit. Und ja, dann Rücksitzbank lässt sich zu 2/3 teilen und da nehmen wir dann auch gleich mal Platz. Also der Türeinstieg fällt sehr klein aus. Man muss hier mit dem Bein so ein bisschen reinwurschteln. Also wenn man ein bisschen so Gebrechen hat, ist das, glaube ich, wahrscheinlich schwierig. Ich muss auch mit 1,86 meinen Kopf extrem einziehen, um hier da durchzukommen. Das ist schon alles relativ beschwerlich. Und der Sitz vorne ist auf mich eingestellt. Jetzt kommt auch das zum Tragen, diese fetten Stühle, die im Innenraum einfach unglaublich viel Platz wegnehmen. Aber für kleinere Personen sicherlich in Ordnung. Kopffreiheit geht sogar. Also wirklich noch fast eine flache Hand drunter, aber ist schon eng. Ja, jetzt kommen wir nochmal auf die Autobahn. Auto liegt auf der Autobahn wirklich schön satt. Auch trotz der breiteren Spur und den breiten 245er Reifen folgt da nicht irgendwie Spurrillen, sondern ist wirklich angenehm. Einzige Sache, Bridgestone Potenza Reifen, extremst lautes Abrollgeräusch. Also je nach Asphaltoberfläche hast du ein Abrollgeräusch aus der Hölle. Sowas Lautes habe ich echt noch nie gehört. Auto ist unheimlich spurtreu, liegt einfach satt, majestätisch auf der Straße. Das, was die Optik so verspricht, das hält sie hier auch. Wirklich ein sattes, breites Auto, angenehm zu fahren. Ja, Thema Verbrauch. Wir sind den Megane RS jetzt so mit 10 bis 11 Liter gefahren. Wir sind zügig gefahren. Man kann ihn auch sicherlich mit 8, 9 Liter fahren, wenn man entspannt 110, 120 fährt. Also dieses Blindspot Information System, also der Totwinkelwarner, der könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen prominenter sein. Die Lampe leuchtet nicht besonders hell, ist nicht nah im Sichtfeld. Also das hätte ich gerne ein bisschen deutlicher nochmal. Ja, sonst nochmal zum Thema Multimedia-Ausstattung. Wir haben hier das große R-Link 4.0 Touch-Display mit Navigation und allem drum und dran. Da finde ich, das machen andere Hersteller schon deutlich besser. Die Menüs, die grafischen Oberflächen, ein bisschen zu verschachtelt, ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu langatmig, wie das manchmal die Menüs aufbaut, auch das, die Karte zum Beispiel. Aber zweckmäßig und funktional. Sonst haben wir hier noch das Bose Soundsystem, das wirklich einen guten Klang hat. Wenn man aber ein bisschen lauter hören möchte und hochdreht, dann fängt es doch an, in den Seitentüren so ein bisschen zu vibrieren. Aber vom Klang an sich ein wirklich sehr gutes System. Wer da halt ein bisschen Wert auf Musik legt, der sollte das auf jeden Fall dazu buchen. Ja, sonst immer so ein bisschen zur Haptik hier mit dem Lenkrad. Es ist an sich ein schönes, weiches Lederlenkrad. Zentriering haben wir auch in der Mitte, rote Nähte. Die sind immer rot, egal welche Außenfarbe du nimmst. RS-Logo hier noch ein bisschen eingestickt. Ich finde jetzt bloß von der Haptik her, ne, bei der Version mit EDC hast du halt die Schaltwippen und dann dieses Multi-Bedienteil hier unten für Lautstärke, Radioeinstellung und so weiter. Das ist alles ein bisschen zu nah am Lenkrad. Also während der Fahrt so, dann komme ich da mal mit den Fingern, schleife ich da so ein bisschen lang, komme da so ein bisschen gegen. Dann haben wir noch die Sitze, die Renault Sport-Sitze hier. Ich kann über die nichts sonderlich Negatives sagen. Sie hauen mich aber auch nicht vom Stuhl. Einzig hier diese Kopfstütze, die guckt ein bisschen zu weit raus, finde ich. Manchmal möchte man den Kopf noch so ein bisschen mehr zurücklegen. Da stört die dann so ein bisschen.
Ich finde grundsätzlich auch die Recaro Sportster CS-Sitze, die auch im Vorgänger drin waren, um einiges besser, bequemer. Auch nicht ganz so wuchtig optisch. Sie lassen sich nur in der Höhe, in der Lehne und vor und zurück verstellen. Mehr geht also im Prinzip nicht. Der Trophy, habe ich gesehen, wird aber tatsächlich auch wieder die Recaro Sportster CS bekommen. Ja, dann noch Bremse. Wirklich ein Thema, was der Megane S spitzenmäßig macht. Und es gibt auch noch mal tatsächlich als Upgrade zur Cup-Variante eine Bi-Werkstoffbremse mit einem Mix aus Gusseisen und Aluminium. Beide Arten von Bremsen sind wir auf der Rennstrecke auch gefahren, in so 20-Minuten-Stints. Und beide Bremsen haben wirklich kein Fading gezeigt. Beide packen wirklich konstant, dauerhaft sehr gut zu. Ja, kommen wir mal zum Fazit. Also, wo ordne ich den Megane RS jetzt ein? Ich finde, der macht als Allrounder wirklich einen richtig guten Eindruck. Du hast auch die Möglichkeit, das Auto anders auszustatten, wenn du mehr auf der Rennstrecke fährst. Aber so gefällt mir das Auto wirklich sehr, sehr gut. Ich meine, preislich sind wir hier beim Testwagen so ein bisschen über 40. Der ist fast voll ausgestattet. Wenn du zum Händler gehst, so 10%, 15% nochmal abrechnest, bist du so im mittleren 30.000er Bereich. Und das geht schon echt in Ordnung. Bekommst ein gutes Paket, ein sehr präsentes, ein sehr schönes Auto, das jetzt nicht ganz so formvolles Function krawallig optisch ist wie der Civic Type R. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Mix, also eine schöne Mischung, dieses Auto. Also wirklich tolles Paket, gefällt mir wirklich gut. Und in diesem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!